Ja, BlackBerry ist ja eigentlich bekannt für ihre Tastatur-Smartphones wie das Bold oder eben das Classic, das Q10 und ganz neu natürlich auch das von BlackBerry Mobile hergestellte Key One. Aber BlackBerry hat in der Vergangenheit ja auch Touchscreen-fähige Geräte auf den Markt gebracht, die ohne Tastatur daherkamen, wie das Z10 oder das Z30 oder das Z3 oder das Leap. Und BlackBerry Mobile hat nun das zweite Smartphone unter dem Namen BlackBerry Mobile herausgegeben. Und das nennt sich BlackBerry Motion. Und damit willkommen zum BlackBerry Base Unboxing des BlackBerry Motions. Freundlicherweise bereitgestellt natürlich durch BlackBerry Mobile. Und hier sehen wir schon die Verpackung des BlackBerry Motion. Und wir können da mal ein bisschen was reingucken, wie das Ganze denn tatsächlich aussieht. So sieht also die Verpackung aus. Wir sehen hier an der Verpackung natürlich den Namen und wir sehen auch, dass dieses Bärenlogo quasi aufgedruckt ist auf die Verpackung und sich das um die ganze Verpackung herumzieht. Wir sehen hier auch noch ein paar Specs für die Leute, die schnell die Specs ergattern wollen. Ich werde sie natürlich auch noch gleich vorlesen. Machen wir das Gerät mal auf, dann werden wir sehen, dass wir hier wieder einen BlackBerry Motion Schriftzug haben und anders als bei der Schachtel, die wir aufmachen mussten beim BlackBerry Key One, haben wir hier jetzt eine Tür zum Aufmachen, die mit zwei Magneten gehalten wird und da drunter befindet sich dann auch direkt das BlackBerry Motion in seiner Pracht. Und wir sehen, das ist ein ziemlich großes Gerät. Es kommt nämlich mit einem 5,5 Zoll Display daher. Das ist etwas ungewöhnlich. BlackBerry macht normalerweise kleinere Geräte. Das Key One hat beispielsweise nur 4,5 Zoll, dafür eben die Tastatur. Das Motion kommt natürlich mit einer weiteren, ja, doch schon Besonderheit, zumindest für die BlackBerry Android-Geräte. Nämlich ein BlackBerry Bärenlogo vorne wieder drauf. Das kennen wir auch nur von alten Geräten, die eben ein BlackBerry Logo vorne drauf hatten. So, hinten sehen wir dann auch wieder das typische BlackBerry Logo. Wir erkennen auch, dass es eine ähnlich geriffelte Geschichte ist wie beim BlackBerry Z30, also so eine Art Carbon-Look. Und wie sich das gleich anfühlt, das werde ich testen, wenn ich die Folie abgerissen habe. Ansonsten sehen wir noch die 13, nee, die 12-Megapixel-Kamera mit einer Blende von F2.0 und einem Dual-Tone-LED-Flash. Das ist die gleiche Kamera wie im Key One. Vorne haben wir eine 8-Megapixel-Kamera und dann natürlich eben hier den Fingerabdruck-Scanner in dem BlackBerry Bärenlogo mit integriert. Ziehen wir das Ganze mal ab, erkennen wir das 5,5 Zoll große Display mit eben 1080p, also Full HD Auflösung und ja, ein sehr, sehr schönes Display, ein sehr, sehr schönes, starkes Schwarz mit eben diesem Bärenlogo. Das sieht einfach richtig genial aus, muss man sagen. Auch durch die Ecken und Kanten hier, das so ein bisschen silber anmutend ist. Und ja, legen wir es mal beiseite, kommen wir gleich nochmal zu dem Rest der Hardware, gucken wir uns erst einmal an, was sonst noch in der Box zu finden ist. Natürlich kriegen wir den Papierkram, den üblichen, mit dem SIM-Eject-Tool natürlich hinten drauf und hier Quick-Start-Anleitung in Englisch, in Deutsch und natürlich Garantiebestimmungen, was man so kennt an Papierkram, der ist ja bei allen Smartphones dabei. Dann sehen wir hier den Rest des Paketes. Ich habe schon mal die Kopfhörer ausgepackt, deshalb sehen sie nicht mehr so schön verpackt aus. Das sind In-Ear-Headset Black WH35 Kopfhörer. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, aber es sind auf jeden Fall das erste Mal diese Kopfhörer mit dabei. Und jetzt werde ich die doch nochmal aufmachen, wenn ich die doch nochmal aufkriege. Das sind spezielle Kopfhörer, die ein flaches Kabel haben. Erinnern so ein bisschen an die Kopfhörer, die beim Passport oder beim Classic mit dabei waren. Also komplett andere Kopfhörer als noch beim Key One. Das Key One hatte nämlich solche Kopfhörer. Die hatten ein rundes Kabel, einen anderen Button hier zum Drücken und haben den Namen WH60. Die WH35er sind also etwas anders gestaltet. Es sind auch In-Ear-Kopfhörer, auch mit einem BlackBerry-Logo. Haben aber ein Flachbandkabel und haben auch eine Bezeichnung für links und rechts, was ich ziemlich genial finde, so dass man das nicht verwechselt wie noch beim alten eventuell und dann beim Reinstopfen in den Gehörgang dann merkt, das passt doch nicht so ganz.
Ansonsten hat sich noch der Knopf ein bisschen was geändert und man sieht das Mikrofon und die Öffnung fürs Mikrofon auch nochmal. Ansonsten ein guter Knackpunkt. Muss man mal testen, wie das Ganze dann sich auch anhört, wenn ich mein Review dazu machen werde. So, ansonsten, was finden wir noch? Wir finden natürlich das Netzteil mit Schnellladenetzteil 5 Volt 2 Ampere oder 9 Volt 1,68 Ampere. Ein relativ gutes Netzteil, wenn man Quick Charge 3.0 machen möchte, in einer halben Stunde auf 50% geladen, sollte keinerlei Probleme machen. Dann natürlich obligatorisch USB-C wieder mit dabei, weil das Gerät natürlich auch wieder mit USB-C daherkommt. Apropos Kopfhörer noch eine Sache, die haben ja diese kleinen Pinüppelchen für den Gehörgang. Wenn ihr da die Standardgröße nicht mögt, gibt es hier noch weitere Größen, die ihr auswählen könnt. Das, was perfekt für euer Ohr passt. So, dann haben wir den ganzen Kram, den es in der Box gibt, abgefrühstückt und kommen dann jetzt zum Key One, sage ich schon, zum Motion selber natürlich. Und das ist wirklich ein sehr großes Gerät, 5,5 Zoll. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es liegt gut in der Hand. Also das ist gar nicht mal schlecht. Ich muss vielleicht das hier nochmal abmachen. Übrigens hier natürlich wieder die Empfehlung, dass man das Simeject-Tool nicht oben in das Mikrofon reinhaut, sondern dass man es tatsächlich an die Seite reinhaut, um eben MicroSD bzw. SIM-Karte einzulegen. So, hier muss man ein bisschen Kraft aufwenden, um die Folie abzureißen. Und hat dann eben die Möglichkeit, hier das Rückcover zu sehen und zu ertasten und zu erfühlen. Und das sieht wirklich gut aus und es ist rutschfest. Das ist eben das Schöne auch an den Blackberries, dass es rutschfest ist. So, jetzt muss ich das Display nochmal kurz reinigen, bevor ich weitermache. Also wirklich sehr schönes Gerät. Gucken wir uns mal von allen Seiten noch an. Hier sehen wir, dass Blackberry endlich mal auf mich gehört hat oder auf viele Leute gehört hat. Und sich gedacht hat, okay, wir machen den Power-Button jetzt doch auf die rechte Seite. Das heißt, der An- und Ausschaltknopf befindet sich hier neben der Lautstärke-Wippe und dem Convenience-Key, der so ein bisschen angeraut ist. Ja, ob das, wenn man das so in der Hand hält, habe ich eher den Daumen auf dem Convenience-Key, nicht so sehr auf dem Power-Key, da muss ich ein bisschen was strecken. Muss man mal schauen, ob sich das im Alltag bewährt. Ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, dass man jetzt auf die Leute gehört hat und gesagt hat, okay, wir machen dann den Power-Button auf der rechten Seite. Auf der linken Seite dann, wie gewohnt, dann in dem Fall nichts, außer eben, hier sieht man durch das kleine Loch angedeutet, dass man hier das Simeject-Tool reinhauen kann, um eben MicroSD-Karte und SIM-Karte, Nano-SIM-Karte reinzuhauen. Ja, ansonsten haben wir auf der Unterseite noch USB-C, USB-Typ-C in der Mitte, das Hauptmikrofon, der 3,5 mm Klinkenanschluss für das Headset. Und die Lautsprecher, die hier, es ist einfach nur ein Monolautsprecher mit zwei Ausgängen oder zwei Löchern aus der Ästhetik hier heraus nur dran gemacht. Ja, das ist also das Key One. Das ist das Motion. Wie komme ich auf das Key One? Das ist das Motion von BlackBerry. Und ja, das war mein erstes Unboxing von diesem BlackBerry Motion. Und ich werde das auf jeden Fall noch testen. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr sie natürlich auf der Base stellen im BlackBerry Base Forum oder natürlich auch im Kommentarbereich von YouTube oder irgendwie anders. Die Kommentare werden mich schon erreichen. Wenn ich also etwas Spezielles testen soll für mein Review des BlackBerry Motion, einfach mal Bescheid geben und Fragen nehme ich gerne entgegen. Schreibt ordentlich Fragen hinein, ich werde sie sicherlich für euch alle beantworten und dann in meinem Review ganz normal schauen, wie sich das BlackBerry Motion denn tatsächlich macht. Lasst uns noch einmal hochfahren, um euch zu zeigen, wie schnell das ganze Teil mit dem Snapdragon 625 dann auch wirklich hochfährt. 4 GB Arbeitsspeicher, die sorgen natürlich dann auch dafür, dass das Gerät auch performant laufen sollte. Und eines der Highlights: der 4000 mAh Akku, von dem erhoffe ich mir dann doch, dass wir hier sehr gute Akkulaufzeiten sehen werden. Und wir sehen schon, das Teil ist jetzt hochgefahren und eine SIM-Karte habe ich noch nicht eingelegt. Werde ich natürlich machen und ist eigentlich auch schon eingerichtet, wie wir sehen, so ein bisschen. Und ich werde dann noch alles hier ja, konfigurieren, einstellen, einrichten und werde dann ein ausführliches Review machen. Wer noch mehr wissen möchte zum BlackBerry Motion, sollte auf jeden Fall eben dranbleiben und sollte dann schauen,
bis das Review rauskommt. Eine Sache kann ich noch erwähnen, man verwendet jetzt auf dem Display kein Gorilla-Glas mehr, sondern Dragon Trail-Glas und das soll dann noch besser sein als das Gorilla-Glas und soll dann gegen eben mögliche Kratzer schützen. Also sieht auf jeden Fall, die Front sieht auf jeden Fall sehr glänzend aus und sehr schön. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier sehen wir so ein bisschen die Lampe und die Kamera. Das heißt, es ist schon ein ziemlich geniales Display, ein ziemlich großes Gerät auch, aber es fühlt sich gut an, es liegt gut in der Hand. Man hat keine Schwierigkeiten, das so zu halten, wie ich das jetzt hier zum Beispiel halte. Das heißt, ich habe hier durch die abgerundete Ecke irgendwie keinen Druckpunkt, der wehtun würde. Also Ersteindruck von dem Gerät, ein ja, ziemlich großes Gerät mit großen, man sieht das ja, wenn ich das Display anmache, mit großen unten mit einem großen wirklich Kinn, könnte man fast schon sagen. Also hier eben die kapazitiven Buttons, auch die typischen Android-Buttons, der Fingerabdruckscanner, der gleichzeitig als Home-Taste dient, wenn ich zum Beispiel in irgendeiner App drin bin und kann dann hier draufdrücken, komme dann wieder zurück. Also schön gemacht, schön gelöst, aber doch ein bisschen was dick und groß. Dafür hat man aber was ordentlich zum Anpacken und hat nicht irgendwie aus Versehen irgendwas ausgelöst, was man bei natürlich den ja, randlosen Displays von anderen Herstellern eventuell dann schnell hat. Ja, das war mein erster Eindruck des BlackBerry Motions. Ich werde es natürlich, wie gesagt, testen. Noch einmal, schaut vorbei auf der BlackBerry Base, stellt Fragen, falls ihr welche habt und Sachen, die ich beachten sollte, zum Beispiel für den Test, einfach hineinschreiben. Und ja, das ist mein erster Eindruck. Und das Unboxing des BlackBerry Motion von BlackBerry und einer wunderbaren Verpackung, wie wir hier sehen können. Noch einmal mit eben diesem Klappmechanismus, den ich richtig geil finde. Das kann man tatsächlich dann auch benutzen, um das Gerät vielleicht mal, wenn man irgendwo in Urlaub fährt oder so und es nicht in der Hosentasche haben möchte, vielleicht zu transportieren mit eben auch dem Kabel und dem Gedöns. Und das, ja, sieht wunderbar aus. Das also das Unboxing des BlackBerry Motions und viel Spaß beim Kommentieren.